Der Adelheidiskult, aus dem das größte Jahrmarktsfest des Rheinlandes entstand, ist an zwei benachbarte Orte gebunden. Der ältere ist Willich, wo die Heilige in dem 970 gegründeten Frauenstift als Äbtissin wirkte. Mit dem dreifach gegliederten Turmhelm kennzeichnet die frühere Stiftskirche in der weiten Mündungsebene der Sieg ungefähr die geografische Mitte. Wenige Kilometer entfernt am südlichen Rand, wo die Höhen des Siebengebirges auslaufen, liegt die zweite Verehrungsstätte in einer jüngeren Siedlung mit dem Namen Pützchen. Das Gotteshaus entstand 1724 als Wallfahrtskirche. Während der Wallfahrtsoktav gab es schon damals einen gut beschickten Markt, der ursprünglich direkt bei der Verehrungsstätte abgehalten wurde. Am Ende der Straße, die in gerader Linie von der Wallfahrtskirche herführt, ist heute hierfür ein eigener Platz eingerichtet. An seinem Rand liegt in einer ehemaligen Schule das Marktamt. Zur Abwicklung der vielfältigen Aufgaben wurde es Anfang des vorigen Jahrhunderts von der damals zuständigen Bürgermeisterei Willich eingerichtet. Im Zuge der kommunalen Umgliederungen gelangte die Behörde 1922 zunächst an die Gemeinde, dann die Stadtverwaltung von Beuel und wurde 1969 schließlich der Stadt Bonn übertragen. Wallfahrt und Jahrmarkt in Pützchen richten sich von jeher nach Maria Geburt am 8. September, so dass das große Marktgeschehen stets auf den 2. Septembersonntag fällt. Bitte 5 Meter und etwas rüber, noch etwas, so ist gut. Am Samstag, zwei Wochen vorher, wenn die ersten Fahrgeschäfte eingetroffen sind, beginnen die Männer vom Marktamt mit der Markierung der Standplätze. Nach dem sorgfältig geführten Verzeichnis der Beschicker werden die einzelnen Stellflächen auf der Wiese, die sich nach den asphaltierten Wegen orientieren, ausgemessen und mit Sägemehl gekennzeichnet. Im Jahr der Aufnahmen, in dem man inoffiziell den 609. Wallfahrtsmarkt zu Pützchen zählte, waren auf einer Fläche von rund 7 Hektar mehr als 1000 Plätze zu verteilen. Mit den von Buden gesäumten Straßen im Ort ergeben sich daraus gut 6 Kilometer Passage. So, bitte einzeichnen. Der Stromanschluss für die Raupenbahn kommt von dieser Trafostation. Das gleiche befindet sich da die Wasserversorgung. Auf dem 750 x 600 Meter großen Hauptplatz sind die Stromzuleitungen und die Anschlüsse zur Wasserversorgung für alle Vergnügungsbetriebe, Wurstbratereien, Verlosungsunternehmen und Verkaufsstände sowie den zugehörigen Wohnwagen mit festen Einrichtungen vorgeplant. Meine Herren, nur streicht man nicht so dick. Schön. So ist richtig. Guten Tag, Herr Fellow. Ach, guten Tag, Herr Büschel. Wann angekommen von Hamburg? Ja, am Donnerstagmittag waren wir hier. Ja, aber, hören Sie wie auf. Wie aber? Ach, Herr Büschel, ich muss Ihnen da gleich was zeigen, weil Sie sind ja auch von der Stadtverwaltung. Sehen Sie mal, ich komme jetzt mit 6 Waggons von Hamburg hier hin und habe dafür bezahlt 5.527 Mark Fracht. Die Bahn, die Bundesbahn als solche, ist in den letzten 2 Jahren um 25% höher gegangen. Trotzdem wir für unsere Karussellfahrten und für das Würstchen nicht einen Groschen mehr genommen haben in den letzten 3 Jahren. Da muss doch mal unbedingt was unternommen werden. Ja, macht denn der Verband nichts? Der Verband kriegt das jetzt von mir zugeschickt und der muss das machen. Ja, Herr Büschel. So, bitte. Also, ich wünsche Ihnen ein nettes Wochenende. Ich komme am Montag denn wieder. Ne? Schön, machen Sie das. Der Platz ist ja schon eingewiesen, abgezeichnet. Schön. Ich hoffe, dass Sie zufrieden sind. Ja, wir fangen am Montagmorgen an. Zwischen den Vertretern des Marktamtes und den Schaustellern, die alljährlich nach Pützchen kommen, dies war der Besitzer eines Belustigungsgeschäfts, der mit 6 Eisenbahnwaggons vom Hamburger Sommerdom angereist ist, besteht ein gutes Verhältnis. Mit dem Hinweis auf die hohen Unkosten sind unausgesprochen wahrscheinlich auch die Standgebühren gemeint. Bei der Kirche im Ort liegt das Anfang des 18. Jahrhunderts von Karmelitern erbaute Kloster, die 1688 zur Betreuung der Wallfahrer nach Pützchen kamen. Nach wechselvollem Schicksal der Gebäude seit der Säkularisation haben hier Karmeliterinnen ihre Heimstatt gefunden. Die Schwestern widmen sich unter anderem dem karitativen Dienst an den schwachen, alten und notleidenden Menschen. In der Nähe des Klosters liegt das Altenheim der Pfarrgemeinde, mit dem man an die Tradition der Adelheidis-Verehrung anknüpft. Vor dem Kirchenchor haben einige von den Eremiten ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Die Klausner hatten sich hier angesiedelt und kümmerten sich um das Wohlergehen der Pilger, bevor die Mönche Kloster und Gotteshaus errichteten. Demnach muss die Verehrung der heiligen Adelheid an dieser Stelle bereits im Laufe des 17. Jahrhunderts beträchtliche Ausmaße gewonnen haben, und zwar ohne die amtliche Förderung durch die Kirche. Kultzentrum und Ursprung des Jahrmarkts ist der als Pützchen bezeichnete Wasserquell auf dem Platz, der nach der ersten Äbtissin von Wielich benannt wurde. Als Aleidisborn zum Pützchen, dessen Name später auf die erste Ansiedlung übertragen wurde, taucht die Wasserstelle erstmals 1367 in einem schriftlichen Zeugnis auf. Die 1959 neu gestaltete Brunnenfassung geht auf eine Anlage zurück, die der damalige Landesherr Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg 1684 errichten ließ. Am Samstag vor dem letzten Augustsonntag, an dem seit der 1935 getroffenen neuen Regelung in Pützchen die Wallfahrtsoktav beginnt, finden sich um 16 Uhr einige Ortseinwohner zum Gottesdienst ein. Nach Beendigung der Messe begibt sich die Pfarrprozession zum Adelheidispütz am anderen Ende des Kirchplatzes. Die Ministranten und der Pastor führen die Benediktionsgeräte mit, die bei allen feierlichen Einweihungen gebraucht werden. Während die Schützenvereinigung und die zugehörige Abteilung der Jungschützen wie bei anderen kirchlichen Umgängen alle Mitglieder aufgeboten haben, ist die Beteiligung der Öffentlichkeit nicht sonderlich groß. Das Wasser aus dem Pützchen, das nun geweiht werden soll, geht nach der Volkslegende auf ein Quellwunder zurück, das die heilige Adelheid hier um das Jahr 1000 bewirkte. Während einer furchtbaren Dürrezeit, als Menschen von nah und fern mit der Gebetshilfe der frommen Frauen in Wielich Gottes Rettung zu erflehen suchten, soll sie das ersehnte Nass an dieser Stelle durch Aufstoßen ihres Äbtissinnenstabes zum Sprudeln gebracht haben. Dem Wasser aus dem Adelheidispützchen traut man bis heute besondere Heilkraft zu. Alles meinen Gott zu ehren, in der Arbeit, in der Hoch, Gottes Lob. In schriftlichen und mündlichen Überlieferungen gibt es viele Berichte über sieche und kranke Menschen, die durch die Anwendung des Wassers wieder gesundeten. In den Rang der Heiligkeit wurde die Wundertäterin zunächst nur durch den Glauben des Volkes gehoben. In Anbetracht der jahrhundertelangen Verehrung erfolgte die offizielle Heiligsprechung im Jahre 1966. Der Herr sei mit euch. Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Pfarrangehörige, liebe Pilger, wir eröffnen die Festoktav zu Ehren der heiligen Adelheid für das Jahr 1977. Ich darf bitten, dass Sie mithelfen, dass diese Oktav aus der Mitte unserer Gemeinde lebendig erhalten bleibt, damit wir würdig diese Gottesdienste begehen. Wollen wir zu Beginn Gott um sein Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Die Konsekrierung des Adelheidiswassers, die der Ortsgeistliche nach dem Eröffnungslied und nach dem von allen Umstehenden gesprochenen Sündenbekenntnis vornehmen wird, vollzieht sich nach dem kirchlichen Benediktionsritual. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. O Gott, du bist Heil und Leben.
allen, die an dich glauben, so heilige und weihe dieses Wasser in deinem heiligen Namen, auch durch die Verdienste der heiligen Adelheid. Weihe, o Herr, durch die Verdienste der heiligen Adelheid dieses Wasser, gib uns allen durch den Genuss des geweihten Wassers Gesundheit für Leib und Seele. Bitte für uns, o heilige Adelheid, auf das wir durch Geld der Verheißung Christi. Lasset uns beten, allmächtiger und barmherziger Gott, lass alle, die mit frommem Vertrauen dieses Wasser gebrauchen, die Gesundheit des Leibes und der Seele erlangen. Lass es geschehen durch die Kraft der Weihe des Wassers, der heiligen Adelheid und aller Heiligen. Gib auch, dass die Genesenden dankbar in deinem Dienst verharren auf immerdar. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes steige herab auf dich und bleibe in dir für alle Zeit. Amen. Mit der Weihehandlung eröffnet der Priester die einwöchige Wallfahrtszeit, die in 8 Tagen am Oktavsonntag zu Ende geht. Lasst uns nun beten für alle, die in diesen Wochen nach Bützchen wallfahrten. Wir beten für Gesunde und Kranke. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Das Bestreichen der Augen gilt heute als übliche Anwendungsweise. Adelheidis Wasser wird meist in dem Glauben gebraucht, dass es Augenleiden verhindert und erkrankte Augen heilen könne. Mirakelberichte über den heilsamen Brunnen, die im Pilgerbüchlein der Karmeliter von 1696 abgedruckt sind, heben die Wirksamkeit auch bei Lähmungen, Wassersucht und Geisteskrankheiten hervor. Außerdem wird hier von der Heilung einer aussätzigen Frau gesprochen, die so stark gerochen, dass niemand bei ihr bleiben wollte. Sie soll wieder zu vollkommener Gesundheit gekommen sein, nachdem sie das heilige Grab in Willig besucht und sich in der Rinnen des Brunnenwassers unterschiedliche Malen gebadet hatte. Über die Existenz eines Badehäuschens mit einem überdachten Behälter beim Adelheidis-Pützchen, das bei verschiedenartigen körperlichen Gebrechen gebraucht wurde und das noch in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts vorhanden war, gibt es sogar schriftliche Zeugnisse. Seit wann das Geschehen um den Brunnen zu Pützchen durch eine offizielle Wasserweihe kirchlich approbiert wurde, ist nicht bekannt. Das Rituale Romanum von 1881 nennt unter den 12 namentlich aufgeführten Brunnenpatronen ausdrücklich auch Adelheid von Willig mit einem besonderen Benediktionsformular. Während der Wallfahrtswoche erschienen früher einige Pilgerzüge auch werktags am Brunnen in Pützchen. Sie erreichten den Ort in geschlossener Prozession und kehrten zunächst in die Kirche ein, um sich nach dem Gottesdienst zu Ehren der heiligen Adelheid zum eigentlichen Ziel der Wallfahrt, zum heilspendenden Pützchen, zu begeben. In der Brunnenkapelle unmittelbar daneben wurden im Stillgebet die Fürbitten in persönlichen Angelegenheiten vorgetragen und Opfergaben dargebracht. Danach begab man sich wieder auf den Heimweg. Als nach dem letzten Krieg die Wallfahrten an den Wochentagen der Oktav ausblieben, sie waren ohnehin nicht besonders zahlreich, da der Jahrmarkt noch nicht begonnen hatte, kam es zu einer ganz anderen Form der Wallfahrtsmesse. Der allmorgendliche Gottesdienst, der sonst in der Pfarrkirche abgehalten wird, wurde an den Tagen, die der besonderen Verehrung der heiligen Adelheid gelten, in die Brunnenkapelle verlegt. Der Pfarrer im Ornat mit dem Messgerät befindet sich auf dem Weg dorthin.
Die Kapelle von 1769 steht möglicherweise auf den Grundmauern eines mindestens 90 Jahre früheren Vorgängerbaus, von dem in einer Urkunde gesprochen wird. Er war bereits vorhanden, bevor es am Pützchen eine Kirche und ein Kloster gab. Bei dem älteren Sakralbau handelt es sich wahrscheinlich überhaupt um das erste Kapellchen, das hier errichtet worden ist. An ihm wurde 1679 von der Welicher Äbtissin Wilhelmina Margarete von Gewertshahn eine Kaplanei gestiftet, damit zur Vermehrung der Andacht ein gottesfürchtiger und erbaulicher Priester und Beichtvater daselbst residiere. In seiner Ansprache hat der Pfarrer die alten Bezüge zum Adelheidiskult hervorgehoben. Hast du uns ein leuchtendes Beispiel der Liebe gegeben, hilf uns auf ihrer Fürsprache die Werke der Liebe zu vollbringen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief an die Korinther. Bei der Anrufung der Heiligen stehen die allgemeinen seelsorgerischen Belange im Vordergrund. Dies gilt auch für die gottesdienstliche Lesung vom Tage. In den Fenstern der Kapelle sind mit Sebastian, Antonius, Bonifatius und Maria vom Berge Karmel die Heiligen abgebildet, die im religiösen Leben der Pfarrgemeinde eine Rolle spielen. Die Adelheidis-Figur auf dem Altar zeigt eine fürstlich gekleidete Jungfrau mit Äbtissinnenstab als Zeichen der Würde. An den allmorgendlichen Gottesdiensten nehmen hauptsächlich Frauen aus dem Ort teil, die beruflich ungebunden sind. Gelegentlich kommen auch Schüler hinzu, die ihre Fahrräder an der Mauer abstellen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Vor dem Ende jeder Messe wird mit der Adelheidis-Reliquie, die sich in einem kostbaren Schaugefäß befindet, der Schlusssegen erteilt. Das Vorbild der heiligen Abendheit lehre euch, ihre Fürsprache hilfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Auf die Fürsprache der heiligen Abendheit segne und bewahre euch und eure Familien, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Zu der Zeit, als an den Wochentagen noch Wallfahrtsprozessionen kamen, wurden die Pilger auf die gleiche Weise gesegnet. Im abschließenden Adelheidis-Lied, das 1966 entstand, wird die Heilige als Stern aus Wielichs Auen wegen ihrer Nächstenliebe, Frömmigkeit und Wohltätigkeit gepriesen. Die kleinen Brote in der linken Hand der Figur von Pützchen heben die Wohltätigkeit hervor. Dieses Sinnbild verweist ebenfalls auf das Wielicher Frauenstift. Hier wurde das Fest der Heiligen an einem ganz anderen Termin, nämlich am 5. Februar begangen,
dem Todestag der Gründungsäbtissin. Es ist bekannt, dass an diesem Tag alljährlich viel Volk in der Stiftskirche zusammenkam. Meist handelt es sich um Notleidende, an die von der Oberin Brote in großen Mengen ausgeteilt wurden. Eine andere Bewandtnis hat es mit den sogenannten Ahlen- oder Adelheidisbroten. Sie wurden in Wielich zum Pfingstfest an die Bevölkerung verschenkt und galten als Heilmittel bei allen möglichen Viehkrankheiten. Dies waren Formen der Adelheidis-Verehrung, die auf Traditionen zurückweisen, die älter sind als die Bräuche um das Adelheidis-Wasser, von denen auch die um 1200 entstandene Vita der Heiligen noch nichts weiß. In Pützchen fand der Brunnen in den letzten Jahren wachsenden Zuspruch, nicht nur während der Oktavtage. Seit den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg erfuhr die Adelheidis-Verehrung in Pützchen manche Veränderungen. Die besondere kirchliche Feier für die Alten und Gebrechlichen an einem Tag der Wallfahrtsoktav gehört zu den jüngsten Neuerungen. Sie wird meist auf den letzten Augustsonntag gelegt und schließt mit der Salbung der Kranken. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir sind heute im Namen des Herrn hier versammelt und stellen über diesen Gottesdienst die vertrauensvolle Bitte: O Herr, sei nahe unseren kranken Brüdern und Schwestern und allen Kranken, die auf deine Hilfe hoffen. Barmherziger Gott, in der heiligen Äbtissin Adelheid hast du uns ein leuchtendes Beispiel der Liebe gegeben. Hilf uns, auf ihre Fürsprache die Werke der Liebe zu vollbringen. Zur Feier der Krankensalbung, die jetzt folgt, wollen wir zunächst die Fürbitten sprechen. Brüder und Schwestern, wir wenden uns im vertrauensvollen Gebet aus der Kraft unseres gemeinsamen Glaubens an den Herrn und bitten inständig: Herr, komm mit deinem Erbarmen und stärke unsere Brüder und Schwestern mit der heiligen Salbung. Wir bitten dich, erhöre uns. Mache sie frei von allem Übel und allem Bösen. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Krankensalbung, die mit der Segnung durch Handauflegen beginnt, greift auf ein vorgegebenes kirchliches Ritual zurück. Mit dem überlieferten Adelheidiskult ist die Handlung nur durch den inneren Gehalt verbunden. Auch hier handelt es sich um eine fürsorgliche Zuwendung an leidende Mitmenschen. Auch hierbei geht es um die Gesundheit und das Wohlbefinden. Das heilkräftige Wasser aus dem Brunnen der heiligen Adelheid, das bis heute mit oder ohne Weihung von vielen benutzt wird, war Vorbild für die Krankenmesse während der Wallfahrtstage. In diesem Verständnis passt sich der Dienst an den Alten und Gebrechlichen in die Überlieferung ein, die in Pützchen wirksam ist. Die meisten Teilnehmer an dieser kirchlichen Feier kommen aus dem Altersheim der Pfarre. Wer nicht mehr gehen kann, wird von Pflegern betreut. Die Krankenmesse mit der sakramentalen Zeremonie hat auch bei der Bevölkerung im Umkreis viel Zuspruch gefunden. In den letzten Jahren lassen sich immer mehr altersschwache Menschen aus den Nachbarorten von ihren Angehörigen zur Krankenmesse nach Pützchen bringen. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Amen. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich in seiner Gnade. Die eigentliche Salbung wird in einem zweiten Akt durch Bekreuzigung der Stirn und der beiden Handflächen mit geweihtem Salböl vollzogen. Sie muss hier getrennt von der sonst unmittelbar vorausgehenden Handauflegung gespendet werden, weil dies bei der großen Anzahl von Gläubigen anders nicht möglich ist. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Das überschüssige Salböl wird von einer Helferin mit einem Wattebausch sorgsam abgewischt. Die kirchliche Feier, die eigens für alte Menschen eingeführt ist, wurde weithin als Teil der erneuerten Pützchenwallfahrt akzeptiert und kann als Bereicherung verstanden werden. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er steht dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er steht dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich in seiner Gnade, richte dich auf. Amen. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er steht dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich in seiner Gnade, richte er dich auf. Amen. Wir singen das Lied 959, Heilige Jungfrau Adelheid. Das Lied mit dem Lobpreis der heiligen Jungfrau Adelheid stellt den direkten Zusammenhang mit der eigentlichen Bedeutung dieser Tage vor Pützchens Markt her. Dies trifft auch für den abschließenden Segen mit der heiligen Reliquie zu, vor allem aber für den Besuch des Brunnens nach dem Gottesdienst. Bei der vertrauensvollen Hinwendung an die Heilige ist in den alten Mirakelberichten immer von zwei eng verbundenen Handlungen die Rede. Wer früher die Gesundung von einem körperlichen Leiden suchte, betete zunächst an ihrem Grab in Willich. Danach erst folgte der Gang zum Adelheidispützchen, um sich des heilwirksamen Wassers zu bedienen. Der Brunnenkult hat sich gegenüber der Verehrung an der ursprünglichen Gnadenstätte im Lauf der Zeit vollkommen verselbstständigt, obwohl die Wurzel für den frommen Volksbrauch in Willich zu suchen ist. Nach der Vita der Adelheid von Willich, der Tochter des Grafen Megingotz von Geldern, welcher das Frauenstift vor der Jahrtausendwende gründete, ereigneten sich die ersten Wunder bei ihrem Tod und beim Begräbnis in Willich. Dadurch entwickelte sich hier im Zusammenhang mit den Memorienfeiern am 5. Februar schon sehr früh ein bedeutendes Adelheidisfest mit großem Wallfahrtszuzug. Der Niedergang wird mit der mehrmaligen Zerstörung der Stiftskirche im Dreißigjährigen Krieg erklärt. In der Folge trat der Brunnen mit dem heilkräftigen Wasser immer stärker in den Vordergrund. Im Nebeneinander der religiösen Feier mit den besonderen volksgläubigen Formen und dem Marktgeschehen mit dem bunten weltlichen Getriebe ergab sich der weitere Ausbau. Die Messe für die Kranken in der Wallfahrtszeit mit der Salbung und mit dem Brunnenbesuch gehört in diese Entwicklung. Als Hauptwallfahrtstag in Pützchen galt immer schon der Adelheidis-Sonntag am Ende der Festoktav.
Dies war früher, vor der Vorverlegung des religiösen Festes um eine ganze Woche, stets der zweite Sonntag im September, an dem der Jahrmarkt nach wie vor seinen Anfang nimmt. So wird heute der erste September-Sonntag als der Tag der heiligen Adelheid gefeiert und besonders herausgehoben, vor allem durch den Zuzug einiger auswärtiger Wallfahrtsprozessionen, die an die alte Tradition anknüpfen. Kurz nach Mittag sammeln sich die Mitglieder der Schützenvereinigung, um die angekündigte Prozession am Ortsrand abzuholen und zur Kirche zu geleiten. Da die Wallfahrer aus der Gegend von Hangela, Bechlinghofen, Holzlar kommen, werden sie auf der alten Bechlinghofer Straße, der jetzigen Marktstraße, erwartet. Nach üblichem Brauch beteiligt sich auch der Pfarrer mit den Messdienern an dem Empfang der Fußprozessionen. Der Aufbau der Buden auf dem Marktplatz, mit dem bereits vor einer Woche begonnen wurde, ist in vollem Gang. Zur Errichtung der großen Zelte und der technisch komplizierten Fahrgeschäfte wird viel Zeit benötigt. Als der Haupttag des Adelheidisfestes noch am 2. September-Sonntag gefeiert wurde, war die Budenstadt bei der Ankunft der Prozessionen längst fertiggestellt. Bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg traf der größte Teil der Wallfahrten ohnehin schon samstags in Pützchen ein. Die Teilnehmer, die zu Tausenden zählten, nahmen hier Nachtquartier. Am Sonntag kamen meist nur noch die Prozessionen aus der näheren Umgebung. Wenn sie den Ort erreichten, mussten die Buden schließen. Der Marktbetrieb mit den Vergnügungseinrichtungen und den Verkaufsständen ruhte während der ganzen religiösen Feier. Die zeitliche Trennung des Wallfahrtsfestes von Pützchens Markt um eine Woche erwies sich in den 20er Jahren als unumgänglich, obwohl die besondere Attraktion in der Gleichzeitigkeit bestand. Die Verschiebung des Adelheidissonntags wurde 1935 endgültig durchgeführt und ergab damals sowohl bei den Schaustellern als auch bei den Wallfahrern viel Unmut. In der Zeit war der private Marktbesuch und der Andrang von Einzelpersonen, selbst aus protestantischen Gebieten, zum Beispiel aus dem Westerwald, derartig stark angewachsen, dass es in den Straßen von Pützchen kaum noch ein Durchkommen gab. Durch die Verlegung sucht man vor allem den religiösen Inhalt des alten Marktfestes zu retten, der sich durch die ständig zunehmende Vorrangigkeit des profanen weltlichen Getriebes zu verlieren drohte. Der zwischen die beiden Ereignisse eingeschobene zeitliche Abstand bewirkte, dass manche Wallfahrten ausblieben. Dadurch wurde es aber auch möglich, das Adelheidisfest an den von Lärm unberührten Tagen aus der Überlieferung neu zu gestalten. Dazu gehört auch die Pilgermesse, die nach dem Einzug in die Kirche gefeiert wird. Das Rosenkranzgebet mit der Anrufung der heiligen Adelheid, das man auf dem Prozessionsweg gesprochen hat, wird so lange fortgesetzt, bis alle Wallfahrer im Gotteshaus Platz genommen haben.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Pilger, ich darf Sie zu diesem nachmittäglichen Gottesdienst recht herzlich begrüßen. Heute kommen die Prozessionen aus der Umgebung, aber auch aus der weiteren, bis hin nach Gümnich-Erbstadt, Reit an der Sieg, um nur einige zu nennen, die seit uralten Zeiten hierher nach Bützchen kommen. Ich darf Sie aus ganzem Herzen im Namen der Pfarrgemeinde St. Adelheid willkommen heißen, hier am Brunnen der heiligen Adelheid. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Zu den Wallfahrtsgruppen, die früher zu Fuß anreisten, gehörten auch die aus Gümnich bei Kerpen und Reit unterhalb der Siegmündung. Sie kommen heute mit Omnibussen. Vor 1900 zählte man in Pützchen am Adelheidissonntag fast jedes Jahr 20.000 Menschen, von denen der überwiegende Teil die heiligen Reliquie und den Brunnen aufsuchte. Die Prozessionen erreichten den Ort aus allen Himmelsrichtungen, zum Beispiel den Rhein abwärts von Linz, Honnef und Königswinter, aus den Dörfern am Vorgebirge und in der Eifel, den Rhein hinauf von Köln, Binsberg und Porz. Selbstverständlich auch aus den Orten im Bereich von Agger, Bröllbach und dem oberen Siegtal. Die Wallfahrer, die einen Weg von mehr als 3 Stunden zurückzulegen hatten, kamen meist samstags und traten Sonntagmittag ihre Heimreise an. Die große Kölner Prozession, für die es ein eigenes Pilgerbüchlein gab, fuhr am Sonntag mit dem Schiff zurück. Nach Beendigung der Pilgermesse und der Erteilung des Reliquiensegens wurden die Gläubigen auch früher mit den Prozessionsfahnen der Pfarre feierlich ans Pützchen der heiligen Adelheid geführt. In der Wallfahrtsstatistik bei der Pfarre sind für 1934, dem Jahr vor der einschneidenden Änderung, 55 geschlossene Pilgergruppen verzeichnet. 1957 waren es nur noch 16. Viele Teilnehmer der aufgelösten Wallfahrtsgemeinschaften kamen damals jedoch noch einzeln mit dem Auto zum Adelheidisfest, um an der Pilgermesse teilzunehmen. Andere reisten eine Woche später zu Pützchens Markt an. Die meisten suchten bei dieser Gelegenheit auch den Brunnen auf. Nicht nur, um dort die Augen zu benetzen oder von dem Wasser zu trinken, sondern auch, um sich für den Gebrauch zu Hause Wasser abzufüllen. Diese Gebräuche haben sich bis heute gehalten. Wer in den früheren Zuzugsgebieten noch um die Adelheidis-Wallfahrt nach Pützchen weiß, findet auch das Jahr über gelegentlich den Weg hierher. Zu allen Jahreszeiten kann man heute einzelne Fremde oder auswärtige Familien beobachten, die am Adelheidis-Pützchen Gebrauch von dem Wasser machen. Am Wallfahrtstag wird auch das Brunnenkapellchen von den Pilgern in gewohnter Weise besucht. Trotz des großen Andrangs sucht man hineinzugelangen, um einen Platz für ein stilles Gebet zu finden, sein Geldopfer in den bereitstehenden Opferstock zu werfen oder zu Füßen der heiligen Adelheid eine Kerze zu entzünden. Ältere Bürger aus Pützchen wissen zu berichten, dass es vor 1935 am Adelheidisfest von Samstagmittag bis Sonntagabend ein unaufhörliches Gedränge gab. Bei trockenem Wetter richteten sich viele Pilger beim Brünnchen sogar ihr Nachtlager ein. Wer im Ort auf den Strohschütten der überbelegten Säle, Stuben und Stallungen keine Unterkunft fand, nächtigte in der Kirche. Die Siedlung beim Pützchen, die 1825 bei 260 Einwohnern höchstens aus 50 Häusern bestand, nahm damals zum Adelheidismarkt alljährlich rund 50.000 Besucher auf. Davon etwa ein Zehntel, die als Wallfahrer über Nacht blieben.
1934 wurden zusammen mit den gemeldeten 55 Prozessionen mit geschätzten 5000 Teilnehmern ziemlich genau 122.000 Marktbesucher registriert. Bei schrumpfenden Wallfahrtsanteilen wuchs ihre Zahl in den folgenden Jahren ständig an. 1950 waren es 500.000 und Anfang der 70er Jahre wurde die Millionengrenze überschritten. Heute sind es immerhin noch 200 bis 300 Pilger, die zum Schluss der Adelheidis-Oktav zum Brünnchen kommen. Sie tragen dazu bei, dass der Ursprung von Pützchens Markt nicht aus dem Bewusstsein schwindet. Vor 1935, als in Pützchen der Höhepunkt des religiösen Geschehens noch mit dem Jahrmarkttermin übereinstimmte, konnten sich die Pilger nach Verrichtung der Gebete dem bunten Treiben in den Budengassen hingeben. Einige Jahrzehnte früher, als das Volksfest hauptsächlich durch das Feilbieten von Waren aller Art bestimmt war, wurden dann auch die Einkäufe getätigt, die man in den Läden daheim nicht machen konnte. Diese Zeiten, an die die Älteren gerne zurückdenken, sind längst vorbei. Pützchens Markt hat sich zu einem riesenhaften Vergnügungspark entwickelt, wenn es auch am Rand immer noch einen beachtlichen Warenverkauf gibt. Wer jetzt am Adelheidisfest den Marktplatz besucht, kann beobachten, wie die großen Zelteinheiten und Fahrgeschäfte zusammengebaut werden. Die Anzahl der Marktbeschicker hat sich gegenüber 1825, damals waren es bereits mehr als 1000, nicht wesentlich erhöht. Statt der vielen kleinen Händler gibt es heute jedoch eine Reihe von Großunternehmungen. Eine Anlage wie diese Achterbahn, die in Teile zerlegt transportiert werden muss, lässt sich nicht an einem Tag zusammenbauen. Da sich die Schausteller bei ihren Reisen von Volksfest zu Volksfest im Sommerhalbjahr meist in Zeitnot befinden, wird auch am Sonntag gearbeitet, damit zum vorgesehenen Zeitpunkt eröffnet werden kann. Bis in die 50er Jahre gab es Zirkusunternehmungen, die ihre Zelte auf Pützchens Markt errichteten. Geblieben sind einige Menagerien mit Tiervorführungen und Reitbahnen. Die Packwagen, mit denen die Bauteile herangefahren werden, zählen an die 1000. Wie die Wohnwagen verschwinden sie im Lauf der nächsten Tage hinter den Fassaden der Budenstadt. Allein zum Transport dieses Festzeltes sind 26 Waggons erforderlich. Die Zelthalle gehört zu den 7 Großrestaurationen, die sich über den Platz verteilen. Die Lücken an den Wegen der Festwiese werden sich in den nächsten Tagen mit kleineren Kirmesgeschäften schließen. Auch für das Marktamt ist der Hauptfesttag der Heiligen Adelheid ein arbeitsreicher Tag. Die Männer, die die Standplätze vermessen haben, sind jetzt mit dem Herstellen der Versorgungsleitungen beschäftigt. Im Ort ist am Spätnachmittag von den Pilgern nichts mehr zu sehen. Die meisten sind in die reichlich vorhandenen Gaststätten eingekehrt, um sich zu stärken und um sich bis zum Beginn der Kerzenprozession auszuruhen. Die feierliche Kerzenprozession am Abend des 1. September-Sonntags beschließt das Fest der Heiligen Adelheid und die vorausgehende Wallfahrtswoche in Pützchen. Der Lichterumgang, an dem sich auch die Ortsbewohner beteiligen, wurde 1935 bei der Verschiebung der Adelheidis-Oktav als Neuerung eingeführt. Wenn die Pilgerandacht endet, die bei einbrechender Dunkelheit begann, ist es draußen vollends Nacht geworden. Der Aufzug hat sich in der Kirche nach der üblichen Ordnung gegliedert, sodass die Ministranten mit Prozessionskreuz und Laternen zuerst heraustreten. Ihnen folgen der Pastor und die Schützen. Jeder hält ein brennendes Licht in der Hand, dessen Flamme gegen Wind geschützt ist. Der Weg führt auf der Straße am Adelheidisplatz entlang zum Brunnen.
Neben dem Kirchenportal hat die örtliche Musikkapelle Aufstellung genommen, um von hier aus mit Prozessionsliedern aufzuspielen. Die bei anderen Prozessionen übliche Aufteilung in eine Frauen- und eine Männerreihe wird beim Lichterumzug nicht immer streng eingehalten, so dass Bekannte aus dem gleichen Ort und Familienangehörige zusammenbleiben können. Wenn sich die Spitze des Zuges dem Pützchen der heiligen Adelheid zuwendet, haben die Letzten die Kirche noch nicht verlassen. Nach dem Umschreiten des Brunnens geht es an der Mauer des Karmeliterkonvents vorbei, zurück zur Kirche. Es mögen etwa 400 Menschen sein, die sich an dem nächtlichen Gang beteiligen. Die Brunnenkapelle, an der die Prozession vorbeiführt, ist innen beleuchtet, sodass die Statue der Heiligen in vollem Glanz erstrahlt. Am Schluss des langen Zuges gehen die Pfarrer der Orte, aus denen die Wallfahrer gekommen sind, mit der Reliquienmonstranz. Die Quelle, die nach der Legende von der Äbtissin des Wielicher Frauenstifts erschlossen wurde, erfährt durch das Umschreiten eine Würdigung, die man sonst nur sakralen Objekten erweist. Sie wird hiermit gewissermaßen als heiliger Born anerkannt. Wenn der Zug wieder die Kirche erreicht hat, geht es auf der rückwärtigen Seite am Chor und an der Klosterpforte vorbei zum Altersheim. Als der zeitliche Abstand zum Jahrmarkt noch nicht bestand, wäre die Kerzenprozession, die heute zu den Höhepunkten der religiösen Feier gehört, wegen des lärmenden Betriebs auf den Straßen undenkbar gewesen. Vor dem Altersheim gibt es in einer gärtnerisch gestalteten Anlage eine freie Fläche, die der großen Zahl von Prozessionsteilnehmern genügend Platz bietet. Dies allein ist jedoch nicht der Grund dafür, dass man den Schlusssegen hier hingelegt hat. Man wollte die gebrechlichen und altersschwachen Menschen, die in ihrer Isolation oft auch seelische Not leiden, in das Geschehen einbeziehen. Wallfahrt als Annäherung an das Heilserlebnis in der Hoffnung auf äußere und innere Genesung bekommt mit dem Herantragen an die Alten einen anderen Lebensbezug. Guck
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der heiligen Adelheid, der Lehrerin der Jugend und der Mutter der Armen, segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mit dem Loblied vor dem Altersheim klingt die nächtliche Kerzenprozession aus, die sich in den letzten Jahren ständig wachsender Beliebtheit erfreuen konnte. Die Wallfahrer aus den Nachbarorten, die daran teilgenommen haben, werden von Angehörigen mit dem Auto nach Hause gebracht. Die Bürger von Pützchen werden in den nächsten Tagen viel Arbeit bei der Vorbereitung für das nächste Jahrmarktsfest haben. Von Freitag kommender Woche bis zum folgenden Dienstag werden im Ort, der rund 4.500 Einwohner hat, über 1 Million Besucher erwartet.